Radio 1. Als ich die Nachricht hörte, dachte ich, oh nee, Freunde, das kann ja nicht euer Ernst sein, nicht schon wieder. In der brasilianischen Hauptstadt Brasília haben nämlich Anhänger des ehemaligen Präsidenten Bolsonaro mehrere Regierungsgebäude gestürmt und erst nach Stunden konnte die Polizei die Situation so einigermaßen unter Kontrolle bringen. Ja, und die Reaktion heute natürlich alle erschüttert. Vom Angriff auf die Demokratie hat Bundeskanzler Scholz gesprochen. Von einem Putschversuch schreibt der mexikanische Präsident López Obrador. Die Rechten hätten ihren Pakt der Gewaltlosigkeit nicht halten können, twitterte Kolumbiens Staatschef Petro. Ja, aber auch die brasilianische Polizei, die steht in der Kritik. Die sei wohl viel zu unvorbereitet auf so ein Ereignis gewesen und hat deswegen auch Stunden gebraucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1. Heute mit Harald Welzer. Er ist Soziologe und unser Kommentator am Montag. Schönen guten Tag, Herr Welzer. Hallo, guten Tag. Ist dieser Aufstand in Brasilien jetzt vorbei? Das weiß man nicht. Ich meine, zu den Dingen, die schon genannt worden sind, ist natürlich besonders wichtig hervorzuheben, dass diese Größenordnung dieses Angriffs wirklich besorgniserregend ist. Es waren ja mehrere tausend Menschen, die da dran beteiligt gewesen sind und die ganze Geschichte entsprechend aufwendig organisiert. Und deshalb ist es so bemerkenswert, dass ein solcher Angriff vorher nicht von der Polizei unterbunden wird. Das andere kann man ja positiv sehen, so einen großen Angriff nach 3 Stunden erfolgreich abzuwehren. Und eben mehr als 1000 Leute sind jetzt in Haft. Man kann sagen, die Institutionen in Brasilien funktionieren noch, aber es wird für den Präsidenten Lula extrem schwer werden, die Gesellschaft nachhaltig zu befrieden. Denn die brasilianische Gesellschaft ist wie die US-amerikanische total tief gespalten. Was bedeutet, dass solche Angriffe von einem erheblichen Teil der Menschen nicht verurteilt, sondern begrüßt werden. Den Nährboden dafür bilden extreme soziale Ungleichheit, Rassismus, Korruption und private Medien. Und die abgewählten Populisten Bolsonaro, genauso wie Trump, agitieren ihre Anhängerschaft über die sogenannten sozialen Medien weiter, sodass man eben im Augenblick überhaupt nicht sicher sagen kann, wie die Entwicklung weitergeht. Herr Welzer, was glauben Sie denn, wäre so ein Aufstand jetzt meinetwegen wie in den USA oder auch in Brasilien bei uns denkbar? Ich sage nur Reichstagsgebäude, da sind ja auch schon Leute rein. Ja, da sind Leute rein. Aber ich glaube, wir haben ja hier in den Medien häufig den Begriff der gespaltenen Gesellschaft. Aber gerade wenn man das mit Brasilien und den USA vergleicht, sieht man, das ist eigentlich Quatsch. Die Demokratiefahnen in Deutschland von AfD bis Querdenker bleiben ja randständig. Auch jetzt in diesem heißen Herbst, der ist nicht heiß geworden und so weiter. Wenn man die Entwicklung in den USA, in Brasilien oder auch auf den Philippinen mit Ländern wie Deutschland vergleicht, sieht man, wie extrem wichtig die Faktoren Rechtsstaatlichkeit, Sozialstaatlichkeit und ein öffentlich-rechtliches Mediensystem für den Erhalt der Demokratie sind. Umgekehrt, Demokratien haben es dort sehr schwer, wo alle Medien in privater Hand sind, wo es keine integrative Sozialpolitik gibt und die soziale Ungleichheit extrem groß ist. Genau das zeigt aber auch, dass die mediale Öffentlichkeit eine enorm große Verantwortung für die Demokratie hat und dass wir mal darüber nachdenken sollten, den privaten sozialen Medien, also Twitter, Facebook und so weiter, ein öffentlich-rechtliches soziales Mediensystem gegenüberzustellen. Das war der Kommentar von Harald Welzer. Vielen Dank. Sehr gern. Wissen, denken, meinen. Der Kommentar auf Radio 1.